Hallo und herzlich willkommen bei Kettner Edelmetalle. Mein Name ist Deutsch Benjamin, ich bin Chefökonom und Chefanalyst der Firma Kettner Edelmetalle. Herzlichen Dank, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Es freut mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind bei unserem 14-tägigen Marktupdate zu Edelmetallen, Gold, Silber, Platin und auch Palladium. Natürlich haben wir auch immer sehr viele interessante politische Themen, aber natürlich auch primär auf dem Finanzmarkt betroffene Themen. Ich freue mich und ich würde sagen, legen wir wieder gleich los. Wir haben heute spannende Themen für Sie vorbereitet. Wir haben heute nämlich etwas zu besprechen, denn es geht darum, kommt eventuell wirklich ein sogenannter Staatsanleihen-Crash? Sind vielleicht die Negativzinsen, die ja mittlerweile auch jeder verstanden hat, dass die existieren, sind diese Negativzinsen vielleicht Geschichte? Anschließend schauen wir uns an die Pensionen, weil ich kann Ihnen eines sagen, die Pensionen sind in der größten Gefahr seit dem Zweiten Weltkrieg. So viel kann man mal sicher sagen. Wir wissen zwar, dass wir auch gesundheitlich in der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg stecken, aber natürlich auch die Pensionen, davon sprechen die wenigsten, die sind auch in der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Deswegen müssen wir uns heute ganz genau anschauen, wie sieht es im Anleihenmarkt aus? Kommt hier vielleicht etwas auf uns zu? Und vielleicht gibt es ja auch Parallelen zu einem Ereignis, das wir in der Vergangenheit bereits schon gesehen haben. Und ich erinnere, oder ich darf erinnern, an die große Stagflation der 1970er Jahre. Man findet immer mehr Parallelen zu dieser Zeit. Und natürlich wissen wir als Edelmetallinvestoren, dass gerade Gold, Silber und auch alle anderen Rohstoffe innerhalb dieses Zeitfensters, dieser 9 Jahre von 1971 bis zum Hoch 1980, dass hier eine ganz, ganz große Rohstoffhausse stattgefunden hat. Und deswegen müssen wir uns heute ganz genau anschauen, kommt vielleicht wieder so etwas auf uns zu. Anschließend schauen wir uns natürlich wieder den aktuellen Marktausblick zu Gold, Silber und Platin an. Derzeit Gold ja in einer Range gefangen, aber hier schauen wir uns eben an, was passiert, wenn Gold zum Beispiel über die wichtige Marke von 1966 steigt oder eventuell sogar nochmal fällt bis zu den 1720 Dollar. Aber das schauen wir uns dann sofort an im Marktausblick. Bitte nicht vergessen, am Ende wieder die Zuhörerfragen. Wir beantworten immer 3 Fragen am Ende unseres Videos. Deswegen würde es mich total freuen, wenn Sie jetzt hier unter diesem Video Fragen hineinposten, die ich vielleicht beim nächsten Mal dann beantworten darf. Ich würde sagen, starten wir doch sofort hinein in das heutige Marktupdate. Wir besprechen jetzt das Thema Staatsanleihen-Crash. Sind Negativzinsen vielleicht Geschichte? Ja, über dieses Thema müssen wir sprechen, denn was wir in der letzten Zeit im Markt feststellen konnten, das ist wirklich alarmierend. Denn es ist mittlerweile soweit und es ist mittlerweile auch klar ersichtlich, dass wir einen fallenden Dollar haben seit März 2020 und gleichzeitig, und das ist das große Alarmsignal, was wir derzeit auf den Finanzmärkten sehen, wir haben steigende Zinsen mit einer fallenden Währung. Eigentlich sollte ja eine fallende Währung den Zinsmarkt bzw. die Anleihen auch stützen in einem gesunden Umfeld, weil am Ende des Tages eine günstigere Währung eher, sag ich jetzt mal, Kapital in das Land ziehen sollte. Aber wir haben derzeit das Problem, dass wir eben gerade in den USA steigende Zinsen haben. Das bedeutet, Investoren verkaufen Anleihen und noch dazu eine fallende Währung. Das ist immer schon ein Alarmsignal gewesen in der Vergangenheit und deswegen müssen wir uns heute auch unbedingt anschauen, was war denn damals in 1976 bis 1980? Weil genau dieses Szenario, was ich auch schon öfter in den vergangenen Videos beleuchtet habe, genau dieses Szenario der Stagflation zeichnet sich jetzt schon wieder ab, liebe Zuschauer. Und ja, die Geschichte, die wiederholt sich nicht, das wissen wir, aber sie reimt sich definitiv. Und steigende Anleihenrenditen, also steigende Zinsen und eine fallende Währung, wie in dem Fall der US-Dollar, deuten immer auf eine steigende Inflation hin. Investoren verkaufen daraufhin eben ihre Staatsanleihen und konvertieren ihr Cash in Sachwerte. Sachwerte, wie es zum Beispiel Gold ist, Silber ist, Platin oder auch Palladium und selbstverständlich auch die Rohstoffe. Und natürlich auch in andere Währungen. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel sich ein bisschen im Währungsmarkt global umschaut, dann sehen wir hier auch ganz starke Zuflüsse im australischen Dollar. Wir sehen Zuflüsse im neuseeländischen Dollar. Wir sehen Zuflüsse im kanadischen Dollar. Und selbst der Euro steigt. Also man sieht ja ganz klar, dass eine große Umschichtung stattfindet. Und irgendwann kommt es zu diesem Punkt, wo dann einfach das Vertrauen der Anlegerschaft bzw. der institutionellen Anleger einfach verloren geht. Und dann kommt es in der Regel auch zu einem inflationären Schock. Und genau vor so einem
inflationären Schock, liebe Zuschauer. Ich glaube, dass wir wirklich relativ kurz vor diesem inflationären Schock stehen. Soweit traue ich mich aus dem Fenster lehnen. Das, was ich sehe derzeit, ist höchst besorgniserregend im Markt, besonders im Anleihenmarkt. Ich habe eben heute diese Grafik mitgebracht, die müssen wir jetzt ganz genau anschauen, denn was passierte 1976 zu 1980? Bitte hier jetzt meiner Maus folgen, weil es ist sehr interessant, weil wir aktuell ganz genau dieselben Entwicklungen am Markt sehen. Wir haben damals von 1976 hinein einen fallenden US-Dollar gehabt. Der Dollar ist damals gefallen von ca. 104 Punkten bis auf ein Tief von ca. 81, 82 Punkten innerhalb von 2 Jahren. Und was Sie hier sehen können, ist, dass der Dollar in Rot fällt, gleichzeitig aber die US-10-jährigen Zinsen hier anziehen, also steigen. Und drunter habe ich noch den Silberpreis überlegt, wo Sie eben sehen, dass irgendwann, wenn eben die Währung fällt und die anderen Renditen anziehen, Inflation kommt und auf einmal kommt sie schnell. Und der Silberpreis visualisiert einfach perfekt, wie so ein inflationärer Schock einfach aussieht. Und diese Grafik ist wirklich sensationell und spektakulär, weil damals der Silberpreis wirklich innerhalb, und das wissen eben die wenigsten, innerhalb von einem Jahr völlig durch die Decke gegangen ist. Und wenn wir uns Ihnen die nächste Folie anschauen, dann sehen wir auch hier im Hintergrund die Silberexplosion von 1979, Januar bis 1980. Und die Periode, liebe Zuschauer, zwischen Herbst 1977 und Herbst 1978 war identisch mit der heutigen Situation. Es war genau das Gleiche. Ab Januar 1979 dann kam diese große Gold- und besonders eben diese Silberpreisexplosion, und die wenigsten wissen es eben, Silber explodierte 700%, man muss immer im Prozent rechnen und nicht nur eben die Zahl absolut betrachten, sondern eben im Prozent rechnen, weil 700% von heutigen Silberpreisen um die, ja, gut 25 Dollar, ich glaube, das kann jeder sich selbst ausrechnen, wo die Kurse dann stehen sollten. Auf jeden Fall dreistellige Silberkurse, so viel kann ich auch schon sagen. Davon gehe ich ganz stark aus, dass wir die spätestens nächstes Jahr sehen sollten. Schauen wir uns nun eben die aktuelle Situation an. Gehen wir nun in die heutige Situation. Hier sehen wir, dass seit März 2020 signifikante Einschlag von der Pandemie in die Finanzmärkte dieselbe Entwicklung losgelöst hat eigentlich, wie es damals 1976 bis 1980 war. Und hier sehen wir eben auch wieder, die US-10-jährigen Zinsen sind seit März 2020 langsam aber sicher angestiegen und sind mittlerweile schon im über 1%. Das hat Gold natürlich kurzfristig gesehen und auch Silber kurzfristig gesehen ein bisschen unter Druck gebracht, aber man muss hier schon vorsichtig sein, was unter Druck bringen wirklich heißt, das muss man definieren. Auf jeden Fall sehen wir hier, dass der Dollar nonstop abwertet seit dem März-Tief der Pandemie. Das bedeutet, der Dollar hat jetzt schon 12% verloren innerhalb von fast einem Jahr, also gut 10 Monaten. Parallel sehen Sie die Zinsen steigen, und hier sehen Sie den Silberpreis, der derzeit seit August einfach seitwärts konsolidiert. Und auch so eine Phase hatten wir in den 1978. Ja, also man kann das irgendwie derzeit ein bisschen vergleichen mit spät 1978, wenn ich ehrlich bin. Und irgendwann März, April sollte dann das beginnen, was wir 1979 Januar bis 1980 in Januar gesehen haben. Also irgendwann dieses Jahr und nächstes Jahr werden wir eine totale Explosion in Gold und Silber sehen. So viel scheint immer mehr sicher zu sein. Man sieht immer mehr Lieferanten, denen die Ware ausgeht. Man sieht immer mehr Preisdruck von den Rohstoffen her. Die Rohstoffpreise steigen. Also das ist genau das gleiche Gemisch, was wir hier 1979 ins 1980er Jahr hinein hatten. Und die Inflation wird nicht langsam kommen, liebe Zuschauer. Es wird nicht so ein klassischer Bullenmarkt sein, den wir 8 Jahre lang hatten, sondern es wird ein inflationärer Schock viel mehr sein. Und diese Schocks, da schauen wir uns dann später nochmal an, dann im Marktausblick, weil gerade eben im Platin tun sich da auch ganz, ganz tolle Chancen auf für die nächsten, sage ich jetzt mal, 12, 24 Monate. Deswegen unbedingt bis zum Ende dieses Videos hier dranbleiben. Schauen wir jetzt nun die nächste Grafik an, die ich heute mitgebracht habe. Ganz interessant eben, hier habe ich den sogenannten, den größten Anleihen-ETF überhaupt, den TLT, visualisiert und gegenübergelegt oder
drüber gelegt habe ich den Kupferchart, also den Kupferkurs in Orange. Und wie Sie eben hier sehen, unten eben der TLT, also die Anleihen, das sind die 20-jährigen Plus-Anleihen, also langfristige Anleihen, die Sie hier sehen auf diesem Bild. Und man, es hat hier seit der Finanzkrise 2018 eine wunderschöne Aufwärtstrendlinie in Gelb, wo Sie eben immer sehen, dass es immer dran, also die hat Signifikanz, diese Aufwärtstrendlinie, weil wir hatten hier schon 1, 2, 3, 4, 5 Auflagepunkte. Damals eben durch die Pandemie, Februar, März sind wir hinausgebrochen, haben quasi ein Blow-off-Top in diesen Anleihen gemacht. Und jetzt sieht man, dass die Anleihen hier schon wieder unter diese Trendlinie fallen. Und in dem Moment, wo ich dieses Video aufnehme, liebe Zuschauer, sind die Anleihen hier ja gut unter dieser Trendlinie. Und wenn wir einen Monatsschluss bekommen, so wie es heute ist, bei 153 Punkten, dann bedeutet das nichts anderes, dass eigentlich der große Anleihenbullenmarkt, das bedeutet auch niedrige Zinsen, dass das vorbei ist und wir mittlerweile in ein neues Regime gehen, wo Zinsen langfristig steigen und selbstverständlich eben die Inflation einfach immer, immer und immer stärker kommt. Und wenn Sie eben hier anschauen, immer wenn diese Anleihen vertikal nach oben explodiert sind, ist gleichzeitig der Kupferpreis ein perfektes, perfektes Instrument ist, um einfach zu messen, okay, disinflationäre Verhältnisse, inflationäre Verhältnisse, das ist einfach perfekt. Dr. Kupfer ist hier einfach wirklich ein super, ein Maßstab, wo man einfach wirklich so die Fiebertemperatur der Inflation messen kann. Und derzeit, wenn Sie das eben jetzt hier anschauen, derzeit sehen Sie, dass seit der großen Trendwende in den Anleihen im März 2020 gleichzeitig auch Kupfer sein Tief gemacht hat und wirklich vertikal nach oben schießt. Und das ist genau das wie 1978 bis 1980. Diese Explosionen dauern meistens ja, 2 Jahre um den Dreh herum und diese Kursrallye hat begonnen im März 2020. Also wir sind hier wirklich, man kann das perfekt überlagern mit 1978 ins Jahr 1980 hinein. Was hier auf uns zukommt, wird wirklich spektakulär. Und wenn wir dieses Verkaufssignal der Anleihen bekommen, liebe Zuschauer, dann bedeutet das einfach nichts anderes, dass wir höhere Zinsen sehen, mit dem überhaupt niemand rechnet, weil eben der ganze Markt und immer noch die größte Teil der Marktteilnehmer ist nicht für eine Inflation, beziehungsweise sogar viel schlimmer, auf einen inflationären Schock vorbereitet. Also wirklich spektakulär, was hier derzeit passiert. Man sollte immer auf den Markt hören und nicht gegen den Markt argumentieren, so wie es gerade derzeit wieder sehr viele machen und denken, dass die Inflation nicht kommt. Gut, dann natürlich eben die Frage, haben wir das Zinstief gesehen, wie schon jetzt gerade besprochen, das Zinstief ist drin, so viel kann ich sagen, ich bin mir ziemlich sicher, mit 80%iger Wahrscheinlichkeit, dass wir das Zinstief nun gesehen haben und die Zinsen nun von jetzt an ansteigen werden. Kleine mittelständische Unternehmen, liebe Zuschauer, die erhöhen die Preise. Das sieht man derzeit in dieser Grafik hier in blau und in hellblau sehen Sie die US-Verbraucherpreise. Auf der linken Seite hier sehen Sie, dass wir derzeit um die 1,6-1,7% Verbraucherpreise haben. Aber wenn man eben die Preiserhöhungen der kleinen mittelständischen Unternehmen anschaut, dann sollte eigentlich die Verbraucherpreise ja deutlichst über 2,5% liegen. Also das ist ein super Indikator, wenn die kleinen mittelständischen Unternehmen die Preise erhöhen und die Verbraucherpreisindizes, die ausgewiesene Inflation, die ist sowieso immer etwas, ja, der Markt sieht das schon längst vorher, deswegen sieht man auch überall die Bewegungen am Markt. Und diese Inflation wird irgendwann im dritten, vierten Quartal dieses Jahr, wird die irgendwo zwischen 2,5-3,5%, vielleicht sogar höher liegen. Deswegen, es braucht keine Negativzinsen mehr, liebe Zuschauer. Es braucht keine Negativzinsen mehr, dass sich der Staat entschulden kann. Alles, was es braucht, ist einfach, dass man den Zins irgendwie deckelt, bei Null natürlich. Und beziehungsweise, wenn die langfristigen Zinsen steigen auf zum Beispiel 2%, wenn man eine Inflation von 4% hat, hat man mehr negativen Realzins wie letztes Jahr oder wie auch im Zuge der Krise. Und das, glaube ich, ist ein Verständnisproblem, das sehr viele haben. Das bedeutet, Negativzinsen braucht es nicht, um das System zu entschulden. Alles, was wir brauchen, ist eine höhere Inflation und halt nominale Renditen, die unterhalb dieser Inflation liegen. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, nochmal festzunageln, dass die Inflation viel schneller kommen wird, als es von vielen erwartet wird. Es ist durch die Pandemie einfach, haben wir eine große Angebotsverknappung auf der Welt. Wir haben immer mehr Güter, die einfach in Knappheit herrschen. Wir haben aber eine riesen Geldmenge, die zirkuliert und wir haben Unternehmen, die liquide gehalten werden, obwohl sie das normalerweise nicht wären, aber eben durch die Angriffe der Politik und Zentralbanken haben wir jetzt einfach ein Umfeld, das eben ein inflationäres Explosivgemisch einfach ersichtlich macht. Und
alles, was ich hier sehe, die Anzeichen stehen hier ganz klar auf Sturm, besonders eben, wenn Zinsen steigen und die Währung fällt. Das bedeutet in der Regel nichts Gutes. Rohstoffpreise haben hier tief gemacht. Das bedeutet, auf uns kommt auf jeden Fall etwas zu, liebe Zuschauer. So viel kann man jetzt schon sicher sagen. Die nächste Grafik, auch super spannend. Rohstoffe ex Energie, also ohne Energie, ohne Öl und Gas. Knapp vor 5 Jahreshoch, also wenn man eben den klassischen Goldman Sachs Commodity Index, den Rohstoffindex nimmt und dann eben das rausrechnet, das bedeutet eben Energie, Öl und Gas rausrechnet, dann sieht man, dass wir hier in dieser Grafik auf einem fast 5 Jahreshoch in den Rohstoffen sind. So, und jetzt fragen Sie sich doch mal, in der Regel viele assoziieren positive Rohstoffpreise mit einer boomenden Wirtschaft. Ich glaube nicht, dass wir derzeit eine boomende Wirtschaft global haben. Vielleicht in Asien, die ist auf jeden Fall noch besser. Aber in den westlichen Industrieländern haben wir eine Lockdown-Wirtschaft. Das bedeutet, die Menschen sind zu Hause, die Menschen arbeiten nicht unbedingt, klar, etwas digital. Aber warum explodieren die Rohstoffpreise so? Fragen Sie sich mal diese Frage. Und ich kann Ihnen eines sagen, wir haben einfach genau das Gleiche wie in den 1970ern, nur mal 10. Das bedeutet, wir haben ein ganz klar stagflationäres Verhältnis. Das bedeutet, wir haben eine stagnierende Wirtschaft, strukturell erhöhte Arbeitslosigkeit durch den Wandel, den was wir derzeit sehen, einfach durch den, das ist fast schon ein Generationenwandel, den wir derzeit sehen. Und das noch mit einer höheren Inflation, das ist einfach typisch für ein stagflationäres Verhältnis. Wir haben kein positives reales Wirtschaftswachstum mehr, aber steigende Rohstoffpreise. Also wirklich ein sehr explosives, giftiges Gemisch, das sich hier auf den Finanzmärkten derzeit auftut. Und man muss hier einfach jetzt weiterschauen, wie es weitergeht. Meine Erwartung, das wissen Sie ja schon, ich habe es schon vor einem Jahr schon gesagt, diese Entwicklung habe ich erwartet und man wird auf jeden Fall diesen Weg weitergehen. Die Notenbanken werden die Zinsen so lange nicht erhöhen, wenn sie es wirklich können. Das bedeutet, sie müssen einfach eben, die Inflation muss einfach jetzt mal steigen und dann irgendwann wird die Notenbank auch die Zinsen erhöhen. Das wird kommen, ganz sicher, aber an einem gewissen Zeitpunkt, nur dann wird es zu spät sein, weil wenn die Inflation erstmal draußen ist, dann wissen wir, ist sie nicht mehr so leicht wieder einzufangen. Schauen wir uns die nächste Grafik an. Auch hier ein super Beispiel, die ETF-Zuflüsse. Auch die sprechen eine ganz, ganz klare Sprache. Nach jahrelanger Disinflation ändern Investoren ihre Präferenz mittlerweile. Das ist eben das Einzige, was zählt am Markt, dass man die Investorenpräferenz verändert und diese dann ihr Kapital nehmen und in andere Sektoren umschichten. Und man sieht hier, dass immer mehr Marktteilnehmer sich für ein inflationäres Szenario positionieren. Man sieht hier ganz klar in Energie haben wir extreme Zuflüsse. Man sieht hier diesen Spike von 8,83 Billionen Dollar Zufluss hier in den Energie-ETFs. Man sieht die Industriewerte auch hier 4,3 Billionen Zufluss, also wirklich ganz, ganz sensitiver Sektor auch für Inflation. Dann natürlich die Grundstoffe, auch hier Immobilien natürlich sind hier auch mit dabei, vergleichbar mit 2003 bis 2007, was wir hier derzeit sehen. Und natürlich die Rohstoffe ohne Gold und Silber und Platin und Palladium. Und natürlich in Blau die sogenannten inflationsgeschützten Anleihen. Auch die, wie man sieht, boomen derzeit, Investoren kaufen das, weil sie eben immer mehr erwarten, dass jetzt hier eine steigende Inflation auf uns zukommt. Und die Inflation ist die Hölle der Gläubiger und das Paradies der Schuldner. Und genau deswegen müssen wir jetzt über dieses Thema sprechen, jetzt im nächsten Kapitel, liebe Zuschauer. Denn als Gläubiger tretet man auf, wenn man zum Beispiel Anleihen besitzt, ja, und der Staat schuldet ihnen Geld plus einen Coupon, also einen Zins obendrauf. Und genau aus diesem Grund müssen wir jetzt über die Pensionen sprechen, weil die Pensionen oder ihre Pension sogar, die ist definitiv in allerhöchster Gefahr, in der größten Gefahr oder in der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Das sagt leider niemand da draußen, aber das kann ich Ihnen sagen, weil Pensionskassen investieren vorwiegend in Anleihen. Und da habe ich heute ein super Beispiel für Sie mitgebracht, weil Anleihen sind aktuell stark zu vernachlässigen, ist klar. Wie ich es Ihnen gerade gezeigt habe, wir sehen derzeit eben den Trend von den USA, steigende Inflation, man sieht, dass die Anleihen schon abverkauft werden. Wir kommen jetzt immer mehr zu diesen technischen Levels, die dann diesen Gedankengang makroökonomisch und zyklisch bestätigen. Und das bedeutet, dass der Anleihenmarkt vor einem Ausverkauf steht. Und wenn der Anleihenmarkt vor einem Ausverkauf steht, bedeutet das, dass die Anleihe weniger wert wird, selbstverständlich. Der Zinssatz steigt dann und das ist eine ganz, ganz, ganz große Gefahr in diesem überschuldeten System, wenn der Zins steigt, das kann sich eigentlich niemand leisten. Daher sind die Anleihen wirklich stark zu vernachlässigen, aber wir sehen hier,
dass in der größten deutschen Pensionskasse, BVV, sehen wir hier, dass hier über 50% oder ja, über 50% in Anleihen investiert sind. Und dieses Pensionsvermögen ist natürlich in großer Gefahr. Anleihen sollten durch Gold ersetzt werden, weil diese klassischen 60-40 Portfolios, liebe Zuschauer, das bedeutet 60% Aktien, 40% Anleihen, dieses Portfolio hat super funktioniert über Jahrzehnte. Und diese 40% Anleihen, diese 40% Anleihen gehören weg. Absolut, das muss unbedingt raus aus dem Portfolio. Und wenn diese 40% weg sind, dann sollte man Gold hinzufügen, denn Gold ist hier der perfekte Schutz mittlerweile gegen dieses Szenario, in dem wir uns befinden, eben der Stagflation. Anleihen sind kein Schutz und sie werden auf jeden Fall ihr Geld ausbezahlt bekommen. Also jeder, der Anleihen hält in den Pensionskassen, der kriegt sein Geld. Aber die Frage ist, ja, wie viele Dinge, was kann ich mir mit diesem Geld überhaupt noch kaufen, wenn diese Stagflation erstmal vorbei ist? Und ich kann Ihnen sagen, viel wird nicht mehr übrig bleiben und deswegen ist es einfach jetzt so wichtig, dass man hier Altersvorsorge auch betreibt, auch an die Jungen hier, dass man hier einfach regelmäßig etwas Geld selbst privat nimmt, ohne Anlageempfehlung jetzt zu machen, aber so mache ich zumindest, und einfach in Gold investieren, um einfach langfristig ein Vermögen aufzubauen, beziehungsweise auch für das Alter in irgendeiner Form vorzusorgen. Das Vertrauen in die Pensionskassen, das sollte schwinden, weil, wie gesagt, es gibt überhaupt kein Szenario mehr, in dem diese typischen Pensionskassenportfolios überhaupt noch Performance machen sollten. Ganz im Gegenteil, hier wird es richtig, richtig teuer und vorwiegend wird natürlich auch Staatsanleihen investiert, natürlich auch Unternehmensanleihen, aber nochmal, das ist kein positives Investment mehr, wie wir schon gerade gesehen haben. Der Anleihemarkt steht ja vor einer riesen Trendwende. Und wenn der Anleihemarkt vor der Trendwende steht, heißt das gar nichts Gutes für natürlich die Pensionen und alle diejenigen, die sogar, ja, in Anleihen freiwillig investiert haben, ohne dass sie es mussten. Pensionskassen investieren natürlich auch einen Teil in Aktien. Hier sehen wir es zum Beispiel am zweitgrößten Pensionskasse in Deutschland bei der Allianz. Und hier sieht man eben, dass natürlich auch, ohne es jetzt negativ darzustellen, einfach neutral, trotz aller Krisen steigen Aktien langfristig. Ja, natürlich steigen Aktien langfristig, weil die Währung, in denen wir diesen Aktienmarkt bewerten, immer weniger wert wird. Also völlig egal, ob die Unternehmen Profit machen oder nicht, was wir auch derzeit in der Pandemie sehen, das ist völlig egal, ob die Profite machen oder nicht, der Aktienkurs steigt trotzdem, weil einfach eben die Währung, in denen der Aktienkurs gepreist ist, einfach ständig wertloser wird. Und dieses Szenario kommt immer mehr jetzt bei immer mehr Anlegern an und dadurch wird jetzt einfach umgeschichtet in Sachwerte. Das ist einfach dieser klassische Trend, den wir schon in der Vergangenheit bei ganz großen Inflationen immer mehr und mehr beobachten konnten. Also auch Aktien schützen definitiv nicht vor Geldentwertung. Trotz aller Krisen steigen Aktien und Anleihen, haben wir gesehen. Anleihen sind gestiegen, Aktien sind gestiegen. Gold steigt jedoch mehr und am Ende des Tages wird Gold ganz oben stehen, die Anleihen unten und die Aktien auch unten, liebe Zuschauer. Und deswegen die Frage, ist eine private Vorsorge und das Investieren in Edelmetall sinnvoll? Ja, selbstverständlich ist es sinnvoll, deswegen haben wir auch Ihnen heute eine Grafik hier mitgebracht, wo man sieht, Gold in Euro seit 1998 bis 2021, also wirklich schon gut 23 Jahre mittlerweile Gold-Bullenmarkt und das Ganze verglichen zum Beispiel mit europäischen Aktien. Aktien performen besser wie Anleihen, das wissen wir, aber auch hier können Aktien bei weitem nicht mithalten. Wir haben Gold seit 1998 mit 518% Rendite ganz oben, wir haben den DAX mit 213% Rendite, das ist übrigens der DAX Performance Index. Dann haben wir hier noch den Eurostoxx 50, also die EU mit 45,87%, also richtig, richtig schlechtes Ergebnis über die letzten 23 Jahre. Und da wundert man sich, wenn die Leute auf der Straße stehen in Europa und sagen, ihnen geht es vielleicht nicht gut. Ja, und genauso ist es, ihnen geht es wirklich nicht so gut, weil diese Grafik zeigt ganz klar, dass die Menschen in den letzten 20, 21, 23 Jahren in Europa einfach ärmer geworden sind. Das ist die Wahrheit, außer diejenigen, die einfach Gold hatten, die haben ihr Vermögen konserviert, ausgebaut sogar, relativen Kaufkraftgewinn erhalten, aber der Rest hat hier definitiv sein Vermögen nicht ausgebaut, real gesehen. Und das sollte definitiv jedem hier zu denken geben, der kein Gold hat oder beziehungsweise das Ganze kritisch sieht. Das ist etwas, was man nicht einfach so daher erzählen kann. Das sind die Zahlen und die Zahlen lügen nicht. Ohne Gold wird nichts mehr übrig bleiben. Das kann man ganz klar sagen hier, wenn diese Stagflation vorbei ist. Und ich gehe viel mehr von einem inflationären Schock aus, dann wird hier viel, viel weniger übrig bleiben, wie sich viele denken. Und das ist eine große Gefahr. Deswegen, der Staat entschuldet sich auf Kosten der Bürger. Der Bürger ist der Gläubiger, der Staat ist der Schuldner. Und das ist eben das typische Verhältnis, was wir im Pensionsfonds einfach haben. Deswegen an alle diejenigen, die dem Staat Geld geliehen haben,
was wir natürlich zwangsweise alle in irgendeiner Form machen, indem wir in Pensionskassen einzahlen, die werden verlieren. Deswegen ist die private Vorsorge einfach so wichtig. Staaten sind durch die Pandemie, durch die Krise zu noch größeren Schuldnern geworden, liebe Zuschauer. Und die Gläubiger sind die Anleihenbesitzer und die Sparer, also eben das Pensionsvermögen. Und genau hier wird jetzt eben kräftig zugelangt. Das bedeutet einfach Überinflation enteignet. Der überwiegende Teil des Anleihenportfolios sollte durch Gold ersetzt werden. Ganz, ganz klar ist das, ja. Aber das ist natürlich auch nicht gewünscht, weil der Staat möchte sich ja entschulden und das funktioniert nur, wenn jemand diese Anleihen hat. Und stellen Sie sich mal vor, jeder hätte die freie Wahl, Anleihen halten, ja oder nein, dann würde der Anleihenmarkt schon ganz woanders stehen. Das kann ich Ihnen wirklich sagen. Also wir leben schon in einer gemanagten Wirtschaft und nicht mehr in einer freien Marktwirtschaft. Das muss man einfach ganz klar sagen. Deswegen private Altersvorsorge nochmal in Edelmetallen ist einfach alternativlos geworden. Es gibt mehr oder weniger fast keine anderen Möglichkeiten mehr, hier wirklich für das Alter vorzusorgen. Gut, dann schauen wir uns nun den Marktausblick jetzt an für Gold, Silber und Platin. Ich glaube, das war ein sehr spannendes Thema mit eben den Pensionen und natürlich auch den Negativzins, der mittlerweile sich verabschiedet immer mehr, weil jetzt einfach die steigende Inflation kommt. Und ich denke, für viele ist das ein Neuland. Viele dachten, dass das oder denken auch immer noch, dass es nie wieder steigende Zinsen gibt. Aber ich bin ganz stark der Meinung, dass hier eine Neubewertung am Zinsmarkt auf uns zukommt, dass die Zinsen steigen werden und dass die Anleihen fallen werden. Und das übt auch irgendwann Druck auf die Aktienmärkte aus. Das geht nicht ewig so weiter. Und Sie sollten sich auch mal die Frage stellen, obwohl die Zinsen gestiegen sind, der Aktienmarkt steigt trotzdem. Wie ist denn das möglich? Und da sieht man eigentlich eben, wie ja, stark inflationär dieses Szenario einfach jetzt schon ist, in dem wir uns befinden. Man sieht es überall, aber so wenige wollen es immer noch glauben oder immer noch nicht glauben, dass die Inflation wirklich kommt. Deswegen schauen wir uns nun den aktuellen Marktausblick in Gold an. Ganz interessante Lage, wie wir schon in den letzten Marktupdates besprochen haben. Wir sind derzeit in dieser bärischen Flagge hier hinunter, wie Sie hier, wenn Sie meine Maus von hier sehen. Wir können natürlich noch 1700, 1730 Dollar sehen. Das sollte es dann aber gewesen sein. Falls es wirklich noch tiefer gehen sollte, was ich nicht glaube, dann müssten wir die Lage natürlich nochmal neu bewerten. Aber derzeit eben ganz klare Marken, ganz klar abgesteckt. 1700, 1730 Dollar, irgendwo in dem Bereich könnten wir noch fallen. Und nach oben hin das große Breakout-Level, das meiner Meinung nach eine riesen Gold Bullenmarktwelle lostreten sollte, wäre die 1966 Dollar. Wenn wir die auf Wochenschluss knacken würden, dann würde Gold auf jeden Fall, ja, ganz, ganz stark impulsiv hier wegsteigen und wir müssten gleich mal mit Kurse von 2300, 2400 Dollar in kürzester Zeit rechnen. Deswegen nochmal hier zusammengefasst für alle, es ist derzeit gar nicht viel zu sagen von der technischen Seite. 1966 auf der Oberseite, wenn wir die auf Wochenschussbasis knacken, kann man davon ausgehen, dass die Korrektur vorbei ist und es in diesem Goldbullmarkt weitergeht in die nächste Phase. Auf der Unterseite 1700, 1730 Dollar, das sind so diese Marken, wo ich sagen würde, okay, hier Nachkäufe würden sich auf jeden Fall hier wieder äußerst rentieren. Also ich mache das auf jeden Fall. Wie gesagt, ich darf hier keine andere Empfehlung machen. Ich kann Ihnen nur sagen, was ich persönlich machen werde. Das meiste Geld wird immer in Korrekturen verzockt, das möchte ich auch nochmal hier erwähnen, weil man merkt die Ungeduld der Anleger immer wieder in den Kommentaren, man merkt es, dass wir viele Anrufe bekommen und viele fragen uns, ist der Goldbullenmarkt vorbei, soll ich denn jetzt verkaufen, der Aktienmarkt steigt, soll ich das Geld wieder umschichten? Fakt ist, liebe Zuschauer, bleiben Sie einfach geduldig, der nächste Impuls kommt bestimmt, die makroökonomische Lage hat sich nicht verändert, zyklustechnisch hat sich auch gar nichts verändert und das ist mein Spezialgebiet. Daher muss man einfach sagen, geduldig sein. Man sagt so schön, an der Börse macht man das Geld mit dem Sitzfleisch. Deswegen hier gar nicht viel tun, einfach eben drin bleiben und einfach dann abwarten. Wenn die 1966 Dollar fällt, dann kann man einfach davon ausgehen, dass jetzt der nächste große Aufwärtsimpuls beginnt. Schauen wir uns natürlich noch Gold in Euro an, Gold-Euro-Wochenchart. Hier sieht man, ist die Lage sogar etwas besser wie im US-Dollar. Man sieht hier ganz klar, dass Gold hier wirklich diese Aufwärtstrendlinie respektiert, also mittlerweile schon der vierte Auflagepunkt. Und hat auch gehalten, dieser Auflagepunkt. Das bedeutet, wenn wir hier jetzt über die 1587, 1588 Euro ansteigen könnten auf Wochenbasis, könnte man auch hier sagen, Gold in Euro hat die Korrektur beendet und wir werden irgendwo in diesem Bereich 1460, wenn es nochmal runtergeht auf 1460, das könnte übrigens im Einklang mit den 1700, 1730 in Gold sein, was aber natürlich nicht sein muss. Wir alle hoffen natürlich, dass es direkt wieder nach oben geht. Irgendwo hier sollten wir den Boden jetzt bauen und dann, liebe Zuschauer, geht es auch in Gold in Euro Richtung 2000 Euro die Unze. Das ist dann das nächste Ziel, von dem wir hier ausgehen können. Ich glaube nicht, dass wir so weit davon entfernt sind. Allerdings, man muss ganz klar immer noch einplanen, dass dieser Rücksetzer auf die 1700,
1730 Dollar noch einsetzen könnte. Schauen wir uns nun Silber an. Silber auch eine ganz, ganz, ganz interessante Lage derzeit. Bei Silber ist es so, dass wir über 26,50 Wochenschluss hätten wir einen Ausbruch. Gleichzeitig muss man aber unbedingt schauen, Gold muss oder sollte die 1966 Dollar gleichzeitig mit durchbrechen. Sonst hätten wir zwar eine Silberbestätigung, aber Gold nicht. Und Gold ist, ja, wie soll ich sagen, der Muttermarkt und den sollte man primär respektieren. Deswegen unbedingt auf diese Marken schauen, ganz, ganz wichtig. Und die 20-Dollar-Marke in Silber, die müssen Sie einfach noch einkalkulieren. Wir sind auch hier noch in dieser bullischen Flagge. Man sieht es hier, es ist eine ganz klare Korrektur. Und in Korrekturen, wie gesagt, da wird das meiste Geld verzockt. Die Anleger spekulieren hin und her, fallende Kurse, steigende Kurse. Dabei sollten Sie einfach geduldig abwarten, bis der nächste Impuls losgeht und dann die große Aufwärtswelle erneut beginnt. Schauen wir uns aber auch noch das Gold-Silber-Ratio an. Das Gold-Silber-Ratio ist auch etwas Spektakuläres, dieser Chart, da habe ich ganz viel Zeit auch investiert. Wir haben bis jetzt zwei Wellen gehabt in diesem Gold-Bullenmarkt. Ich habe hier eine orange Linie eingezeichnet, wo der Gold-Bullenmarkt begonnen hat. Das war im Juli 1999 bei 253 US-Dollar, hat Gold sein Tief gemacht. Und wie so immer, wenn Gold sein Tief macht, dann ist Silber erstmal der Underperformer. Also Silber zieht erstmal nicht mit, das war immer schon so. Hat die ersten zwei, drei Jahre nicht mitgezogen. Das gleiche haben wir übrigens auch gesehen von August 2018 bis zur Pandemie 2020 war da genau dasselbe Ereignis, wie man es hier eben sieht. Man sieht, dass Silber erstmal underperformed hat, Gold hat Silber outperformed und anschließend kommt diese radikale Outperformance von Silber gegenüber Gold. Und dann von hoch zu tief hat es in der Regel 2 Jahre, 10 Monate, 2 Jahre, 6 Monate gedauert. Das ist eben die erste Welle, dann die zweite Welle mit der Finanzkrise. Und jetzt sind wir in dieser dritten und ich glaube, liebe Zuschauer, dritte und finale Welle in Silber gegenüber Gold. Das heißt, jetzt sind wir im absolut letzten Bullenmarkt. Das ist wirklich eben das Letzte, was sich jetzt hier aufbäumt. Aber wir wissen auch, am Ende, so wie in der Inflation, die zuerst im langsam ansteigt und dann richtig exponentiell explodiert. Genau mit so etwas muss man jetzt rechnen und genau mit so etwas muss man auch im Silberpreis rechnen gegenüber Gold. Deswegen irgendwann innerhalb dieses Jahres werden wir im Gold-Silber-Ratio weiter radikal nach unten ausbrechen und irgendwo, glaube ich, zwischen 20 und 25 Unzen Silber zu Gold, das wird dann reichen, um eine Unze Gold zu kaufen. Das heißt, Silber wird hier radikal den Goldmarkt outperformen innerhalb der nächsten, ja gut, sagen wir jetzt mal 18 bis 24 Monate. Schauen wir nun Platin an. Platin sind wir auch ganz, ganz optimistisch mittlerweile. Wir haben alles bekommen, was wir wollten in Platin. Wir haben die Breakouts bekommen auf Quartalsbasis. Wir haben auf Monatsbasis die Breakouts bekommen. Das heißt, Platin-Bullenmarkt, der nimmt jetzt Fahrt auf. Wir sind hier jetzt bei 1.100 Dollar die Feinunze. Dieser Trend sollte weitergehen. Und das nächste Ziel für Platin dieses Jahr sind die 1.450 bis 1.500 Dollar die Feinunze. Also wirklich nochmal gute 35-40% Wertsteigerung. Da kann man auf jeden Fall in diesem Jahr noch damit rechnen. Das würde mich sehr, sehr verwundern, wenn wir es dieses Jahr nicht erreichen würden. Schauen wir uns nun den nächsten Graph an, das S&P 500 Platin Ratio. Und auch hier sieht man, dass wir auf denselben Niveaus derzeit sind, wie hier im Jahre 1999, Jahre 2000, wo man eben 4,1 Unzen Platin brauchte, um einen S&P 500 zu kaufen. Anschließend ist in der großen Finanzkrise bis auf 0,6 hinuntergebrochen, das Ratio. Und wenn wir, liebe Zuschauer, einen Monatsschluss unter 3,1 bekommen, das bestätigt dann die Outperformance von Platin gegenüber den S&P 500. Also das wäre wirklich eine fantastische Entwicklung, die wir hier sehen. Und diese Entwicklung wird auch kommen. In der nächsten Grafik zeige ich Ihnen jetzt das Dow-Platin-Ratio im Monatschart. Auch das steht vor Ausbruch. Wir sehen hier ganz klar, dass wir gerade hier einen Top bilden über die letzten 21, 22 Jahre. Und ein Monatsschluss unter 28,1 bestätigt dann die Outperformance Platin gegenüber den Dow Jones Index. Das heißt, derzeit braucht man 28 Unzen Platin für einen Dow Jones Index. Am Ende des Tages werden Sie unter 5 Unzen Platin brauchen, um einen Dow Jones Index kaufen zu können. Das wird auch eine fantastische Entwicklung werden. Man muss jetzt einfach hier nochmal abwarten. Wir haben zwar auf absoluter Basis das Kaufsignal bekommen, aber hier relativ gegen den Aktienmarkt. Hier fehlt uns noch ein Schluss unter 28,1. Wenn wir das auf Monatsschlussbasis bekommen, ist auch der Ausbruch von Platin gegenüber den breiten Aktienmarkt bestätigt. Gut, dann schauen wir uns natürlich noch am Ende das Platin-Palladium-Ratio an. Das ist auch vor Ausbruch nach unten. Man sieht es hier ganz klar, dass Palladium natürlich extrem outperformed hat.
Und hier jetzt derzeit auch mit März 2020, liebe Zuschauer, seit März 2020 performt jetzt wieder Platin, Palladium aus. Und wenn man eben, wenn wir diese Marke knacken, also das Hoch von 2000, wenn wir hier wieder hineinbrechen auf Monatsbasis, dann kann man auch ganz klar sagen, okay, Palladium ist vorbei. Jetzt ist Platin der große Outperformer, auch gegen das Substitut Palladium. Also hier ist wirklich einiges Spannendes vor uns und diese Graphen werden wir natürlich immer wieder updaten, deswegen unbedingt diesen Kanal abonnieren und natürlich auch ein Video und Daumen hoch geben, wenn es Ihnen bis jetzt gefallen hat. Aber gerade diese Graphen, die muss man jetzt ganz, ganz gut beobachten, weil sie bestätigen einfach unsere fundamentale Sicht, die auf die Edelmetalle derzeit einfach abzielen, die einfach extrem bullish ist und besonders Platin wird Palladium outperformen, Silber wird Palladium outperformen und Gold wird Palladium auch outperformen ab jetzt. Gut, das war's denn jetzt schon wieder mit den Themen und aktueller Marktausblick zu Gold und Silber und Platin. Und jetzt schauen wir uns noch die Zuhörerfragen an. Die sind immer sehr spannend. Deswegen, wenn Sie Lust haben, diese drei Fragen, es würde mich freuen, hier unter diesem Video. Und beim nächsten Mal werde ich sie dann sehr, sehr gern beantworten. Kommen wir zur ersten Frage. Hallo Herr Deutsch, also ein Stagflationsszenario, das will ich hier nochmal auch untermauern. Ja, ganz klares Stagflationsszenario, was wir haben. Stagnierende Wirtschaft, keine wachsende Wirtschaft, steigende Inflation, strukturell hohe Arbeitslosigkeit. Das bedeutet Stagflation. Vollkommen richtig. Und was in einer Stagflation funktioniert hat, das kann man sich am besten in den 1970er Jahren anschauen, weil gerade bei Gold und Silber, das waren die totalen Outperformer im Rohstoffindex. Und so wird es auch dieses Mal sein. Hallo Benjamin, gutes Video. Wie sieht deine eigene Asset Allocation aus? Wirst du nicht 100% in Edelmetalle haben, oder? Ich habe mir gedacht, das interessiert auch sehr viele. Nein, natürlich, man sollte nie 100% All-In in etwas gehen. Man sollte das niemals machen. Man sollte immer streuen. Ich habe Aktien, ich habe Edelmetalle, ich habe Bitcoin. Also ich habe auch Kryptowährungen, auch wenn viele, viele Gegner in der im Goldsektor da, ja, wie soll ich sagen, die einfach sehr, sehr skeptisch sind dagegenüber. Das finde ich nicht gut. Ich finde, dass diese Gemeinde, Kryptogemeinde und Goldgemeinde zusammenarbeiten sollte, weil am Ende des Tages haben beide die gleichen Ziele, beide wollen wieder ein hartes Geld bekommen, beide wollen weg von diesem Fiat-Geldstandard, der ja wirklich schon einiges an Unheil und ja, wie soll ich sagen, viel Verarmung auf der Welt auch ausgelöst hat. Ich bin der Meinung, diese Gemeinden sollten miteinander zusammenarbeiten und mein Portfolio natürlich primär im Aktien, Edelmetalle und natürlich auch Kryptowährungen wie Bitcoin sind da auch mit dabei. So, dann kommen wir schon zur letzten Frage für heute. Hallo, wir reden immer über Kaufen. Ich würde interessieren, wie funktioniert das beim Verkauf oder Tausch? Zum Beispiel Silber zu Gold beim Edelmetallhändler. Wie funktioniert die Prüfung vom Edelmetall und wie lange wartet man auf das Geld oder den Tausch? Ist das mit einem Besuch getan? Also ich kann Ihnen schon so viel sagen, es gibt wirklich selten etwas, was so unkompliziert ist. Gerade in Lockdown-Zeiten, da müssen Sie auch nicht zum Edelmetallhändler gehen, theoretisch, und das Edelmetall dort abgeben. Es geht ganz einfach, Sie bekommen einfach von uns einen UPS-Paketschein, den Sie einfach ausdrucken müssen. Diesen ausgedruckten Schein kleben Sie dann einfach auf das verpackte Edelmetall. Dann bringen Sie das Ganze zum nächsten UPS-Service-Point. Dort beim Service-Point wird das Ganze abgenommen und ab diesem Moment ist das Risiko vollkommen hier bei uns, beim Edelmetallhändler und nicht mehr bei Ihnen. Dann dauert es circa einen Tag, bis dann die Ware dann im Prüflager bei uns ankommt. Dann wird es geprüft, wird dann unter drei Kameras wird das dann gecheckt, wird ausgepackt, ob da alles drin ist, was auch angegeben worden ist und anschließend wird sofort die Überweisung freigegeben. Also es ist wirklich ganz, ganz einfach, ganz, ganz unkompliziert und wir empfehlen immer mal, probiert es einfach mal aus, einfach mal ausprobieren und dann schauen, ob Sie zufrieden sind, aber es ist wirklich sehr, sehr, sehr unkompliziert. Kommen wir nun zur Zusammenfassung zum heutigen Marktupdate. Wir sind ja schon wieder bei fast 40 Minuten, richtig, richtig lang. Aber wichtig zu sagen ist auf jeden Fall noch, Gold ist in einer Range zwischen $1,720 und $1,966. Da muss man jetzt einfach Geduld bewahren. Bitte nicht eben hier spekulieren bzw. hier herumhandeln. Das auf keinen Fall machen. Dort wird das meiste Geld verloren. Das kann ich aus meiner Erfahrung sagen. Steigende Zinsen und eine fallende Währung signalisieren die Inflationswelle. Wir haben heute ein schönes Beispiel gebracht mit 1978 bis 1980. Wo die Inflation dann einfach eben durch die Decke gegangen ist, indem die Währung langsam gefallen ist und anschließend die Zinsen angezogen haben und irgendwann kommt dann das Ganze auch in den Rohstoffen hinein. Wie wir es derzeit schon sehen, die Rohstoffe steigen auf breiter Basis und das ist ein ganz großes Alarmzeichen für jeden Anleger da draußen, besonders aber für diejenigen, die natürlich viele, viele Anleihen halten, weil die Pensionsvermögen, die sind in akuter Gefahr. Deswegen ist es jetzt Zeit für Gold und auch viele, viele Fonds werden umschichten von Anleihen zu
Gold. Und das bedeutet natürlich gar nichts Gutes hier für die Märkte. Platin wird Palladium und den Aktienmarkt deutlich outperformen. Also Platin, super interessantes strategisches Investment, auch wenn ich keine Anlageempfehlung hier machen darf, aber derzeit sieht es wirklich sehr gut aus für Platin gegenüber dem Aktienmarkt und Palladium. Und am Ende des Tages vergessen Sie eben nicht unbedingt den Telegram-Kanal zu abonnieren, weil im Telegram-Kanal können wir Dinge posten, viel schneller posten, die wir so auf YouTube einfach nicht schnell hochladen können. Deswegen nicht vergessen, würde uns sehr, sehr freuen, wenn Sie unseren Telegram-Kanal abonnieren. Am Ende des Tages wieder unser Disclaimer, den müssen wir hier veröffentlichen und ich sage wieder herzlichen Dank fürs Zuschauen, herzlichen Dank für Ihr Vertrauen. Es ist ein spannendes Jahr, es wird ein spannendes Jahr, auch wenn es derzeit mit Gold und Silber ein bisschen seitwärts geht, die Korrektur natürlich immer langweilig ist, aber ich kann Ihnen eins sagen, es wird nicht mehr lange ruhig bleiben und dann wird es wieder ordentlich zur Sache gehen in den Edelmetallen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich schon aufs nächste Mal. Ihr Benjamin Deutsch für Kettner Edelmetalle.